vierter Teil unseres Let's Plays The Darkness 2. Und ich fange an mit Hallo Schwester des Lichts steht hier nämlich. Ich weiß nicht, was das ist. Relikt, 300 Punkte. Ich habe jetzt mit einem Hallo Porno-Freunde gerechnet. Nee, das sind, sagen die Animaniacs immer. Guck, hier gibt's eine Shotgun. Hurra. Die Animaniacs sagen Hallo Porno-Freunde. Ich habe die Serie irgendwie harmloser in Erinnerung. Die Animaniacs sagen Hallo Schwester. Verstehe. Also Premierministerin Schwester. Hallo Darkling Schwester. Nein. Während gerade eben eine Pause war, haben Daniel und ich uns lustige Namen überlegt für die beiden Tentakel. Und wofür haben wir uns entschieden? Ich würde sagen... deutschstämmige James-Bond-Bösewichte. Und zwar die Schauspieler und nicht Blofeld, sondern der linke Tentakel heißt ab sofort Gerd Fröbe und der rechte heißt ab sofort Klaus-Maria Brandauer. Ich erwarte... Nein, ich erwarte, dass Sie zupacken, Mr. Tentakel. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie sterben. Das hat ihn jetzt aber überrascht. Die schlechte Gerd Fröbe. Überrascht? Eigentlich nicht. Das war aus Roger Rabbit. Er erkennt, aus welchem Film dieses Zitat war. Der hat gewonnen. Ich hab's doch gerade eben schon gesagt. Kann schon niemand mehr gewinnen. Ihr habt alle gewonnen. Ja. Das ist das Tolle an unseren Let's Plays. Bei uns gewinnt jeder. Ja, das ist, dass wir gewinnt. Und ich sowieso. Was ist denn hier gewinnt? Das ist doch hier von Aktion Mensch. Das ist okay. Ist das mit Monika Lierhaus? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. So, Exit. Was gibt's? Das Licht hier? Ein Stuhl. Fokussieren. Aber was kann er denn jetzt hier? Friss den Stuhl, schwächlicher Mafiosi. Der ist ein bisschen klein dafür, dass der als Schutzschild durchgeht, oder? Geh mal. Er gleicht halt Größe durch Technik aus. Oh Gott. Warte mal kurz, wie gehe ich denn hier in die Hocke? Achso. Stick reindrücken, Ladies and Gentlemen. Kannst du bitte durch die Autotür dir ein Big Mac-Menü bestellen? Ich hätte gern einmal den Mac-Kopfschuss. Kommt sofort. Das ist aber hier leer. Was ist denn jetzt hier mit? Das war doch ein 1, also war doch rot gekreuzt. Ja, der Kopfschuss ist leider alle. Oh, Leute, echt. Sie sehen, es geht. Dann gibt's den Mac-Gangster-Herz. Den Mac-Uzi. Herz verzehren. Warum da nicht Herz essen steht, ist impliziert verzehren, dass man da was anderes macht. Warte mal. Es klingt halt ein bisschen hochtrabend. Ja, ich will die Uzi. So, das ist ja eine Sortiererei. Man kann hier nicht endlos Waffen nehmen. Also du kannst entweder halt Micro-Uzi oder Defender. Also du hast, glaube ich, 3 Waffenslots. 2 Pistolen, ein Gewehr. Und jetzt wird eingekauft. Nämlich... Kauf mal tolle Sachen und nimm nicht immer das Erstbeste. Das kostet aber so viel. Nee, 600. Was ist denn das? Nö. Boden... Hallo, nö. Du kannst einen Finsterling auf Leute werfen. Der zerfetzt die dann. Ich bin ja jemand, der gerne immer erst so passive Sachen skillt, bis er gecheckt hat, wie das Spiel geht. Und hier nochmal 5% und da nochmal 2%, das ist so ein MMO-Ding, das muss ja nicht sein. Was ist denn das hier? Beherrschung der Waffen, schnelles Nachladen. Hm. Pump-Aktion. Die übersetzen ernsthaft Pump-Action mit Pump-Aktion. Da ist der Pango im Spiel. Ja, wenn der Keller vollgelaufen ist, dann braucht man Pump-Aktion. Nimm Steibango. Waffen kann... Da war noch das. Das klingt cool. Und das war's auch schon wieder. Jetzt kann ich hier unten, siehst du das? Dieses Y-Symbol, was unten links leuchtet, da kann ich jetzt voll Darkness auf die Waffe draufgeben und dann macht die alles kaputt. Aber jetzt machen wir erstmal hier Schilde, 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 Schilde und dann. Ja, sich übrigens wundert, warum das hier alles nicht so stümperhaft aussieht. Wir haben uns entschieden, dass ich die Finger lasse vom Gamepad. Und mehr nur noch Quatsch daherredet und der Michael, der geübtere Spieler ist als ich, die Spielerei übernimmt. Das wird halt so nach hinten losgehen, aber hey, oh guck mal, das geht garantiert nicht nach hinten los. Hier brennbares Zeug geben, hey, das hat geklappt, Barbecue plus 20. Ich stehe ja immer total auf so Gasflaschen in Spielen, wo man dann einmal drauf schießt und die schießt dann doch ganze Level, wie so ein Torpedo. Das war jetzt da natürlich nicht der Fall, aber was mir gerade auffällt, der glaubt doch ständig von den anderen Leuten die Waffen auf, oder? Ja.
Ergo hat jeder in dieser Stadt diese total geil verzierten Colt Governments. Vielleicht hebt er ja nur die Munition von denen auf. Ach so. Sind die so, so gewitzt, die Tentakel, dass sie das da so rauspopeln können? Also Klaus-Maria Brandauer kann das. Klaus-Maria Brandauer, mach! Nee, was muss, nee, halt erst ja, so. Das ist doch Gerd Fröbe. Richtig. So, danke. Ich glaube, dieser Witz mit den Namen, der ist gar nicht so gut. Ja. Aber wir ziehen ihn jetzt durch, genau, bis zum Schluss. Solange, bis er gut ist. Ja. Das haben wir von Phipps Asmussen gelernt. Wenn Witze nicht gut sind, so viel Witze weitermachen, bis sie irgendwann gut sind. Oder bis die Leute gehen. Das war jetzt eine unnötige Ladezeit. Hier kann ich schon wieder einkaufen. Ich merke schon, man findet gar nicht genug Kram. Alles ist leer. Nee, die Uzi habe ich noch. Man findet gar nicht genug von diesen Essenzen, um halt an jedem Ding da wirklich was kaufen zu können. Ich glaube, wir probieren das aber mal diesen... Oh, was gibt's hier? Munition! Sensationell! Und ein Dixi-Klo. Was kommt jetzt? Rutsch, rutsch, rutsch. Ein Bossgegner. Deine Abrissbirne. So. Swifty. Ich glaube, den kann man von vorne nicht angreifen. Oh oh. Warte mal. Jetzt aber Vorsicht. Das kann man auch nicht kaputt schießen, oder was? Geht das nicht? Ja. Guck dich mal nach Proban. Fokussieren. Propangasbehältern. Jawohl. Ja, das klappt doch. Ja, guck, der kleine Darkling hilft mir natürlich. Oh, jetzt kommen hier Bösewichte, böse Buben, noch und nöcher. Kill. Das geht ja übrigens gar nicht mehr. Man kann keine Skispiele mehr machen oder keine Shooter mehr machen für unsere Experten. Ohne dass dauernd... Oh, das war die Abrissbirne. Ohne dass dauernd irgendwas aufpoppt. Marke, du hast so und so viele Punkte für das und das bekommen. Ich finde es sehr irritierend, ehrlich gesagt. Ich finde, sowas sollte optional sein. Also wer das unbedingt sehen will, wie viele Punkte man immer kriegt, der soll das dann einschalten können. Aber wer lieber irgendwie Grafik genießt oder dem das nicht so wichtig ist, wie viele, ob 10 oder 15 Punkte es gibt, der soll sowas, finde ich, optional auch ausmachen können. Bin eh immer großer Freund von wenig bis null Interface. Blöde Tür. Aber da gibt es so wenig Spiele. Jetzt machen wir mal das hier an. Darkness-Feuer-Modus. Siehst du, da wird das so lila und das ist dann voll gut. Ich muss mehr Herzen essen, das ist hier nämlich gleich Schicht im Schacht. Wenn ich mich diese Oh, Vorsicht. Das sollst du nicht tun, Fisch. Warte mal, ihr habt doch gerade eben hier schon wieder eine Dings hingebracht. Eine Propangasflasche, aber ich sehe sie gerade nicht. Ach, da. Da ist er. Und wer ist nochmal dieser Swifty? Der gehört nicht zu Jackies Gang, oder? Der hat irgendwas zu tun mit dem Anschlag. Der weiß irgendwas. Ach, daneben. Ist ja blöd. Herzäsen. Ich glaube, ich will mal wieder die Cold Government, weil ich mit der irgendwie... An welchen Bosskampf erinnert uns das, YouTube-Leute? Ich weiß es nicht. Bomben auf einen schmeißen. Auf jeden Bosskampf? Ja, richtig. Fokussieren. Jetzt gibt's noch mal was. Und jetzt... Kabums. Herz. Man ist hier echt am Arbeiten. Also irgendwie erschießen und essen und... Die Darkness redet wesentlich weniger als im ersten Teil, kann das sein? Ja, ich glaube... Vielleicht hatte Mike Patton nicht so viel Zeit. Eine Sache, die ich zu Mike Patton noch sagen muss, wer mal ein bisschen an anderer Musik von Mike Patton interessiert ist, die nicht so mit E-Gitarren und so, der höre sich mal Mr. Bungle an, auch ein Projekt, wie man ja so schön sagt immer, von Bands, die nichts werden, heißen immer nur Projekt. Korrekt. Und da vor allem die Version von 16 Tons, das ja so ein alter Country-Klassiker ist von Tennessee Ernie Ford oder wer auch immer den geschrieben hat. Okay. Aber die Version von Mr. Bungle, sprich Mike Patton, ist ein Latino. Eine Latino-Version. Jetzt gibt's hier gerade eben schon wieder... Oh, ganz toll. Oh, wir verlinken es bestimmt irgendwie bei euch hier. Ah, was ist denn jetzt hier los? Um Himmels Willen. Warum ist denn da jetzt alles mit Licht? Herz verzehren. Lauf. Ich check's gerade nicht. Warum hier alles Herz verzehren? Ach so, der... Da wandert so ein Spotlight durch. Ja. Wo ist er denn?
Da ist er. Also. Na, jetzt ist aber gleich noch, dann Schicht. War's warte mal, ich hole mir mal hier noch sicherheitshalber so ein... Gleich bist du hinüber. Schnell, das Herz. Ja, also. Das hat ja gerade noch mal geklappt. Man kann hier so ein bisschen in Deckung gehen in dem Schatten, dann... Ach, da ist noch ein Propan... Oh, jetzt muss es klappen. Ja. Jawoll. Shabam. Ja, wie? Hallo. Ist vorbei, ich hab gewonnen. Danke. Ich muss Swifty verfolgen. Ja, aber gerade noch. Aber wo? Aber wie? Aber warum? Hier hoch oder was? Ach so, über den Kran natürlich. Den Kran. Mein Gott. 20 MP Munition erhalten. Ja, wo ist er denn? Ist er da reingelaufen? Da ist er rein, oder? Was gibt's hier? Licht. Das ist irgendwas, was man... Die Dreifaltigkeit. Was genau nützen die Relikte? Sie geben besonders viel Punkte, die man dann eintauschen kann gegen neue Kräfte. Ich glaube schon, ja. Und ich habe auch irgend so einen Skill aktiviert, mit dem man die besser sieht. Ich glaube, deswegen schimmern die auch so. Wenn ich diesen Skill aus der Limited Edition nicht hätte, dann... Also ich muss erst hier Gerd Fröbe und bam. So. Die Tür offen gelassen, der Schlamper. Da ist Jenny wieder. Black Betty. Das ist Jenny. Sie hat hier gearbeitet wahrscheinlich. Ist das Spider-Bait? Bitte? Ist die Band Spider-Bait? Keine Ahnung. Ich konnte mir nie merken, von wem der Song ist. Oh. Jenny, were you expecting some other girlfriend? Come sit with me for a minute. I'd give you a free beer, but you're not even legal until tomorrow. Das ist also der Vorabend, bevor Jackie das erste Mal die Finsternis kennenlernt. Warum geht das schon wieder? Achso. I must be losing my fucking mind. I asked Giancarlo if I could take your birthday off. He tried to give me a hard time, but I gave him the Bambi eyes and he caved. He says he's even going to bake you a cake. I was thinking maybe you could come over to my new place and we could watch a movie or something. Hello? Earth to Jackie? Are you okay? Jenny. Is this real? Yeah, you and me, young and in love. Face it, you lucked out. Oh, I love this song. Dance with me, Jackie. Come on, Slugger. You can do this. I believe in you. I don't know what this is, and I don't fucking care. I think about you every day, Jenny. Every minute of every day. You're so sweet, Jackie. I ever tell you that? Jeder gemacht haben. You act all tough, but deep down, you're all heart, you know? What happened to you was my fault, Johnny. Shh. Listen to the song. Listen to the words. Isn't it beautiful? Ich ahne, was ganz Schlimmes passiert. Das ist gerade eben viel zu nett. Things. I wish you were alive. It should be me who's dead, you know? Jackie, we're together now. That's all that matters. I still remember the first day I met you. All the other kids, they picked on me. But not you. You were my only friend. You saved me, and I let you die. Nuh-uh. Giancarlo won't be back for an hour. Why don't you come back around here for a minute? We're in a garden. Ah, ich ahne, was passiert. Ich pack's dann gleich nicht mehr. Ja, da ist wieder so ein Fenster. Jenny! Damn it.
Boah, ist das hart. Das ist viel zu krass. Leave me alone! You are alone, Jackie. Ja. Ob das alles nur ein Traum war oder nicht, finden wir im nächsten Let's Play raus. Denn Überraschung, wir spielen das mal länger. Mich würde interessieren, wie euch das gefällt, ob ihr mehr von Darkness 2 sehen wollt. Wir machen auf jeden Fall jetzt noch weitere Episoden Let's Play Darkness 2 bis im fünften Teil. Da geht's dann weiter. Bis dann. Ciao. Servus.